bin Marcel von DeepFilm und in unserem Format Deep People stellen wir Leute und ihre Leidenschaften vor. Heute begleiten wir Julie Hölderhoff, die ihr Leben dem Judo widmet. Julie ist 20 Jahre alt und wohnt in der Nähe von Stuttgart. Wollen wir mal. Hallo. Ah, hallo, hey. Schön, euch zu sehen. Oh, super. Freut sich auch. Ja, komm rein. Los. So, wollen wir uns hier an den Tisch setzen? So, reinspaziert, ja. Macht euch bequem. So, das kannst du mal hin. Schön, das war meins. Dankeschön. Ja, um da jetzt mal allgemeine, konkrete Zahlen nennen zu können, wie lange machst du denn eigentlich schon Judo? Also, wenn ich mich nicht täusche, habe ich mit 6 angefangen. Ich bin jetzt 20. Pi mal Daumen, 15 Jahre habe ich jetzt schon Judo. Ist auf jeden Fall schon eine lange Zeit, ja. Was ist denn so dein größter Erfolg bis jetzt? Ich würde sagen, 2015 die Bronzemedaille auf der Weltmeisterschaft. War zumindest international gesehen mein größter Erfolg. Ich habe seitdem schon einige European Cups gewonnen wieder, aber die WM ist natürlich immer der größte Höhepunkt. Diese Bronzemedaille, hast du die hier? Die habe ich hier, ja. Soll ich sie mal kurz holen? Ja, willst du mir die mal zeigen? Das wäre cool. Ja, Moment. Weil der ist ja auch richtig schwer. Sehr cool, dann legen wir sie mal hier so hin. Und auf lange Zeit gesehen, was ist da so dein größtes Ziel? Olympia, ganz klar. Ah ja, 2020 dann wahrscheinlich, ne? Ja, das werden wir sehen. Ich bin nun mal noch sehr jung. Im Judo ist das Höchstleistungsalter eigentlich so roundabout 26. Ja, wie läuft denn da das Training ab? Ich meine, wie oft trainierst du denn, um dieses Ziel zu verwirklichen? Also aktuell komme ich schon auf 10 Trainingseinheiten die Woche. Was sind das dann so für Trainingspartner? Ist das immer die gleichen? Ich meine, bei 10 Stunden, da hält ja nicht jeder mit. Dadurch, dass ich Halbschwergewicht kämpfe und es eben bei den Frauen nicht in jedem Ort so viele davon gibt, trainiere ich grundsätzlich schon sehr viel mit Männern auch. Das trifft sich gar nicht mal so schlecht. Ja, hättest du dann Lust, mich auch mal für eine Trainingsstunde als Trainingspartner zu nehmen? Mir ein bisschen zu zeigen, wie das funktioniert. Wenn du dich traust, sehr gerne. Warum nicht? Ja, ich habe auf jeden Fall Lust, ja. Wo ist denn die Trainingshalle? Ja, die ist mehr oder weniger direkt unter uns. Noch näher an die Tatami, an die Judomatte kann man seinen Wohnort, glaube ich, kaum legen. Ich wohne ja mehr oder weniger in der Halle schon. Ja, perfekt. Dann lass uns mal hinschauen, oder? Einfach rübergehen. Perfekt. Okay. Au, ich steck fest. So, dann gehen wir mal los. Auf geht's. So, und jetzt, so, jetzt eigentlich vor der Matte. Verbeugt sich einmal, wenn man auf die Matte drauf geht. Eigentlich sogar, wenn man in die Halle reinkommt. Okay. Dann, wenn man auf die Matte drauf geht und dann nochmal vor den Partner. Ja, wir ziehen uns jetzt gleich um. Ich habe ja von Julie netterweise einen Anzug bekommen. Ja, was die wenigsten wissen, dass ich natürlich früher eine Teilnehmerurkunde in Judo-Safari gemacht habe. Weiß ich nicht, das heißt, das ist gleich mein Überraschungsmoment, dass ich da noch mit meinen Judo-Skills rauskomme, die ich mir früher mal angeeignet habe. Ich glaube dann, wenn es am wenigsten erwartet wird, da schlage ich zu. Und dann liegt es ja vorne auf dem Boden. Dann liegt es ja vorne. Sehe ich da schon Angstschweiß? Okay, und jetzt ziehen wir uns das Ding hier an. Ja. Genau, hier nochmal für alle. Wir haben hier zweimal mit Julies Namen hinten drauf. Deshalb habe ich auch blau und sie weiß, damit es ja nicht zu Verwechslungen kommt. Während dem Kampf. Ja, Kollege, von wegen. Moment. Ich habe mich schon so wohl in meinem schwarzen Gürtel gefühlt. Oh. Na gut, nehme ich das mal an. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Basics an. Okay. Also das machen wir im Training jetzt nicht mehr unbedingt. Die Kleinen machen das immer noch am Anfang. Wer nicht fallen kann, der darf eigentlich kein Judo machen. Also fangen wir mal an. Alles klar. So, versuch mal so eine Sichel zu machen. Du rollst, du setzt nicht ab, sondern du rollst hier vom kleinen Finger an der Seite, hier über die Schulter entlang. Du kannst natürlich mit der rechten Hand ein bisschen abstützen. Dann stützt du ab, roll. Okay. Ja, und hoch. Mit dem Bein abstützen und hoch. Ja. Okay. Ich gebe mein Bestes. Nochmal. Kriegst du hin. Und dann? Ja, und hochschalten. Ja. Ja. Lass mal durchgehen, Jungs, oder? Gut. Ehrlich gesagt traue ich mich, das andere nicht mit dir zu machen, weil dann brichst du dir was. Zeig mal vor.
Gott, oh Gott, geht das gut? Könnt ihr einen Krankenwagen rufen, wenn das schief geht? Nein, ich glaube, wenn ich mich hier... Ich bin ja versichert über die Halle bestimmt, oder? Weiß also nicht. Ich kann es ja mal versuchen. Oh, shit. So, ungefähr. Wenn du jetzt vor so einem Wettkampf stehst, gibt es da irgendwie eine Vorbereitung, bevor du überhaupt in den Ring kommst? Ja, ich habe leider ziemlich viele Ticks. Also ich muss mich immer komplett abklopfen, im ganzen Körper. Hüpf dann, hüpf einmal hoch, wieder runter in die Hocke und dann darf sich keiner mehr anfassen. Da bin ich so im Tunnel drin und wenn mich dann jemand antatscht, dann bin ich wie so, wenn ich über das nennt, aus dem Gleichgewicht, dann muss ich halt das nochmal machen. Kannst du mir das beibringen? Das Abklatschen? Ja, können wir das zusammen? Einmal. Oh! Das ist auf dem Weichlein. Auf dem Kopf. Ich auch. Jetzt fangen wir mal an, wie wenn wir kämpfen würden. Also gehen wir zurück, kommen aufeinander zu, verbeugen uns. Okay. So, jetzt stehen wir voreinander. Jetzt geht's dann los, oder? Genau, und Judo beginnt immer im Stand. Und das Erste, womit man anfängt, man will den anderen anfassen. Judo geht nur mit Körperkontakt. Hol mal deinen Griff. Dein Griff wäre, du bist Linkshänder. Hier, nein, hier, reingreifen. Ja. Ja, und da. Genau, das ist, wäre dein Griff. Okay. Und dann versuchst du mich so zu bewegen. So. Oh. Okay, okay, nochmal. Ich hab nichts gemacht. Ich beweg dich jetzt. Ja, ich hab. So, nur immer mit Bewegung. Ich will deinen Griff lösen und will dich dann. Da siehst du. Ah? Okay. Das gibt's ja gar nicht. Das ist noch in der Tage. So, 20 Sekunden runterzählen. Dann kriegst du einen. Nippon. Das ist ein Nippon? Nein, das kann nicht sein. Ja. Aber jetzt mal unter uns, was mache ich denn da unten, wenn ich da lieg und du auf mir liegst? Versuch's rauszukommen. Ja, aber wie? Das ist so einfach gesagt. Aber. Ja, willst du mich noch festhalten? Ja. Wo lieg ich wie? So. Ich lieg einfach hier auf dem Bauch erstmal. So. Hier so, halt den Arm fest mit dem. Ja, so von unten. Nein, nein, so, ja. Und hier in meinen Kopf. In meinen Kopf. So. Jetzt kannst du festhalten. Einfach so festhalten? Ja. Okay. Das wäre jetzt ein. Okay. Das wäre jetzt ein Haltegriff. Mhm. Könntet ihr noch ein bisschen gemeiner sein? Also Ziel ist es, den Gegner auf den Rücken zu kriegen. Im ersten Sinne ja. Also wenn du den volles Brett auf den Rücken klatscht, dann ist es wie der K.O. im Boxen. Dann ist der Kampf beendet. Okay, was ist denn so dein Spezialwurf? Dein ich würde sagen, es gibt zwei. Einmal das ist der Uchimata, das ist eine Innenschenkeltechnik, bei der ich dich mit meinem Bein aushebe. Der Sinn vom Judo ist nicht, den anderen mit der Eisenstange irgendwie zu brechen, sondern der Sinn ist, die Kräfte klug zu nutzen. Sprich, durch Gleichgewichtsverlagerung und Gleichgewichtsbruch, indem ich dich bewege, wenn ich dich nach vorne ziehe, kommst du aus dem Gleichgewicht. Und wenn du nach vorne kommst, in dem Moment setze ich an und bin ich bei. Sprich, ich nehme den Schwung von dir mit. Ich versuche, Bewegungen sozusagen immer clever auszunutzen. Wir versuchen es mal langsam. Beine auseinander. So. So, ich ziehe dich auf und werfe dich dann nach vorne. Das heißt, ich falle dahin. Ja,
Du machst in der Luft eine Judo-Rolle. Du landest am Ende auf deiner rechten Schulter. Gut, ich bin konzentriert. Schau mal, das wird bestimmt schon wieder voll. So in etwa. So in etwa. Das hat doch gar nicht weh. Diesmal wirklich nicht. Ich glaube, ich habe gelernt. Ja, ich habe dich auch nicht richtig ausgehoben, weil wir wollen ja nicht, dass es hier böse endet. So, aber zu guter Letzt. Bitte, ja. Wieder hinstellen. Versorgen. Und Jan. Ich würde ganz gerne mal davor wissen, Julie, ehrliche Meinung, wie habe ich mich geschlagen? Also ich muss sagen, von Anfänger hast du dich schon ganz gut geschlagen. Du warst auf jeden Fall mutig, mutiger als manch ein anderer. Was ist denn das dann so psychisch in dir? Ich kann mir vorstellen, dass da schon so ein enormer Druck dann irgendwie auch entsteht, gerade vor so einem großen Event. Wie kommst du damit klar oder hast du da so deine Taktik, deine Technik, das ein bisschen abzumindern? Grundsätzlich arbeite ich eigentlich sehr viel auch mit psychischem Training. Ich fange halt so circa 2 bis 3 Wochen vor so einem großen Event an, abends vorm Einschlafen mir die Kämpfe schon vorzustellen. Das hilft mir, dann beim Wettkampf nicht ganz so aufgeregt zu sein, weil das fühlt sich dann so an, als hätte man es schon mal erlebt. So, wenn du jetzt dann in die Halle reingehst, wenn du da schon die ganze Atmosphäre wahrnimmst, was spielt sich da so im Kopf ab? Das kann ich mir irgendwie... Klar, jetzt war es halt so eher so aus Spaß, das Training, aber wie ist das dann so in Wirklichkeit? Das ist ganz schwer zu beschreiben. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich dieses Gefühl mag, ganz und gar nicht. Es ist eigentlich ein super unangenehmes Gefühl. Wenn man in die Halle geht, das kommt so vom Herzen richtig, da kommt eben dieses Adrenalin, diese Angst, das ist richtige Angst, die man verspürt. Man hat so viel geopfert für diesen Tag, man hat so viel trainiert, so viel Schweißtropfen sind geflossen und dann, das ist ein ganz schwer zu beschreibendes Gefühl. Du meintest ja, dass sich so eine Trainingseinheit oder so eine Trainingswoche aus verschiedenen Trainingseinheiten bildet. Also du hast ja Schnelligkeit, Taktik, Kraft. Psyche. Psyche auch. Und Ausdauer. Wie kann ich mir die Psyche vorstellen? Ja, da steht der Gegner vor einem. Und die gucken nicht so, als würden sie dich zum Kaffee einladen wollen. Ja, da muss man natürlich auch gegenhalten und diese Härte einfach auch zurückgeben. Man geht über seine Grenzen hinaus, man kann nicht mehr, man sieht noch auf der Uhr, es sind immer noch 2 Minuten. Dein Körper ist laktat durchströmt und dann kommen schon manchmal die Gedanken, boah, lass mich jetzt einfach fallen, dann ist es vorbei. Hm. Aber sowas darf eben nicht kommen. Du musst eben immer wieder sagen, ich will gewinnen, ich will gewinnen. Das ist eigentlich immer, eigentlich stehst du nicht im Kampf gegen den Gegner, sondern du stehst im Kampf mit dir selber. Hm. Weil du dich immer wieder daran erinnern musst, nein, du hörst jetzt nicht auf, nein, du bist voll konzentriert. Und auch wenn du am liebsten einfach liegen bleiben würdest, weil du nicht mehr kannst, stehst du wieder auf und machst weiter. Ich würde sagen, wir duschen uns jetzt noch schnell ab. Ja, ich habe auch ein bisschen geschwitzt. Gehen dann noch eine Runde raus, oder? Ist ja schönes Wetter. Ja, können wir gerne machen. Alles klar, machen wir's. Also ich kann mir vorstellen, dass neben Willensstärke auch noch andere Charakterzüge damit einspielen durch den Sport. Kannst du da noch irgendwie andere Eigenschaften nennen, die du gerade durch den Judo bekommen hast? Ja, die Willensstärke, schätze ich, hat sich durch den Sport natürlich noch viel mehr ausgeprägt. Und möglicherweise auch meine Dickköpfigkeit, die auch im Alltag bei mir durchaus vorhanden ist, die hat sich natürlich im Sport dann zugute meistens bemerkbar gemacht. Ja. Sind da noch andere Eigenschaften, an die du denken kannst, was du für den Judo mitbringen musst oder was der Judo dann mit dir macht quasi? Ja, es ist ganz lustig, weil ich wurde schon mal gefragt vom Bundestrainer, ob ich irgendwie von der Straße komme oder wo ich das denn her habe, dass ich so ein bisschen rowdy-mäßig auf der Matte unterwegs bin. Ich weiß es gar nicht so genau. Im tiefsten Innern bin ich, glaube ich, einfach jemand, der sich gern mit anderen Menschen misst. Das hat meine Mutter auch schon früher im kleinsten Kindesalter realisiert, dass Judo genau mein Ding war. Da geht es um den Körperkontakt, da stehst du jemandem gegenüber und da zählt nichts, was andere machen, sondern nur, was du tust. Wenn du so zurückdenkst an die Judo-Karriere, lief ja wahrscheinlich nicht immer alles reibungslos. Da gab es doch bestimmt noch irgendwann Rückschläge oder so, mit denen du zu kämpfen hattest. Ja, also ich hatte mich damals kurz vor der WM, also kurz vor meinem größten Erfolg eigentlich, verletzt. Es war damals noch nicht ganz klar, was es war, aber ich habe eben etwas Schweres gehoben und mir damals einen Bandscheibenvorfall zugezogen. Das haben wir vor der WM dann aber nicht mehr rausgefunden. Ich hatte dann auch schon ordentlich Schmerzen, aber für mich war klar, ich habe die ganze Saison auf diese WM ausgerichtet, habe nur abgeräumt, da fange ich jetzt nicht an, hier irgendwie zimperlich zu werden. Und habe dann eben die WM mit dem Bandscheibenvorfall damals gekämpft. Du hast trotzdem mit
mit einer Verletzung gekämpft. Genau, also das war auch schon krass. Also die Physios und die Trainer waren auch nicht ganz happy mit der Situation. Also da haben meine Muskeln hinten schon ganz komische Spirenzchen gemacht durch den Rücken. Aber unter Adrenalin war alles verschwunden. Also das hat mich auch nicht wirklich behindert beim Kämpfen. Aber das ist eben auch das, was Leistungssport ausmacht. Leistungssport ist nicht immer gesund, keine Frage. Aber man geht halt über seine Grenzen immer wieder hinüber. Ich habe auch vorhin schon mal gesehen, du hast ja auch Tattoos an deinem Körper, ja, richtig? Genau, das heißt der sanfte Weg. Das steht für Judo. Also das ist das Judo-Zeichen, was auch die ganze Welt kennt. Das habe ich mir tatsächlich damals während meiner Verletzung stechen lassen. Ende 2016 ging es dann wieder auf die Judomatte nach sehr langer Zeit. Und natürlich hat nicht alles wieder so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das ist eine ganz eigenartige Situation, wenn man im Kopf noch weiß, wie sich alles angefühlt hat und wie gut man war, aber der Körper nicht das macht, was man eigentlich gedacht hat, was man noch kann. Und da hatte ich dann kurze Selbstzweifel und war dann auch ziemlich deprimiert und habe gesagt, nee, also fang gar nicht erst so an. Ich habe mir dann das Tattoo stechen lassen, ein bisschen für einen Beweis für mich selber, dass es definitiv keinen anderen Weg gibt. Also der Weg führt nur zurück auf die Judomatte. Auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Einblicke, die wir gewinnen konnten in deinen Alltag, in dein Leben. In meinem wunderschönen Essen. Und wir gehen jetzt noch spazieren. Okay. Bevor wir uns wieder auf den Weg nach Hause machen, muss ich abschließend sagen, wie viel Respekt ich doch für die Sportart Judo gewonnen habe. Besonders finde ich vor allem, wie gut doch Julies Charaktereigenschaften zu dem Sport passen. Und auch ich durfte heute ja Judo ausprobieren und habe da jetzt wirklich gemerkt, wie viel Judo einem doch körperlich als auch psychisch abverlangt. Bei Julie haben wir uns super wohl gefühlt und wünschen ihr natürlich auch für die Zukunft, dass sie weiterhin Erfolge feiern darf. Und hoffentlich sehen wir sie auch demnächst bei Olympia. Das war Deep People, bis zum nächsten Mal.